So, wir fahren mal. Wollen wir 60 mal anstreben? Ein bisschen, ne? Ein bisschen zumindest aufschalten. Streben wir 60 an. Und schauen wir, wie das nächste Signal ist. Dann in Sinzig 58,5. Wollen wir mal schauen. Kilometer 58,5. Das wäre mal interessant. Ja, wenn es so Schallschutz ist, ne, dann sieht man natürlich nichts von. Ist natürlich auch blöd, ne? Schallschutzoberleitung, bist du wie in so einem Kessel drin. Was haben wir gesagt? 5, ne? Naja, 58. Im Grunde ist ja wurscht. 58, 5 oder 56 oder 59. Jedenfalls in dem Dreh. Ne? Müssten allerdings mal wieder eine Hektometertafel sehen. Ja, auch mal schön. Aber da kann man richtig schöne. Kann man richtig schöne Zug fahren, ne? Schau mal. Kann man richtig schön mitmachen. Nett. Wirklich schön. So, ich schalte. Ja. Ja und nein. Nur noch ein bisschen aufschalten, aber da hinten sieht aus wie gelb, ne? Ganz schön was los auf der Strecke hier, ne? Oh, das ist ja ganz kurz dazu. Ganz schön was los hier auf der Strecke. Nach Sinzig kommen wir jetzt. Halt trotzdem mal ein bisschen auf, oder? Aber da hinten, das sieht deshalb noch gelb aus. Ich schalte mal auf 70 auf, obwohl ganz da hinten das ist noch gelb. Man sieht schlecht. Also ich würde sagen, es ist gelb. So. Ja, es kann natürlich auch Gegengleis sein, ne? Aber es ist so schlecht. Echt schlecht zu erkennen. Ja, auf die Entfernung. Erkenn da mal, für was das gelbe Signal da steht. Ich bitte euch. Können wir ein bisschen erhöhen, ne? Geschwindigkeit, damit wir zumindest halbwegs den Fahrplan halten, ne? Die Fahrplanzeit. Ich denke sogar, dass es jetzt ziemlich gut mit grün ist. So, 58,5. Das ist unser Einfahrsignal Sinzig. Jawohl. So. Schalte ich mal ein bisschen auf. Denn dort können wir eigentlich 160 fahren. Dann müssen wir aufpassen bei 54,4, dass wir auf 120 runtergehen. Alles wichtig. Und wenn wir Rundegeschwindigkeit gehen, können wir mit Spitze 120 fahren. Nach Sinzig. Sieht aber gut aus, ne? Ich würde sagen, wir schalten trotzdem mal auf. Wir können sowieso nicht schneller als 120. Also ich schalte nochmal auf jetzt, voller Kanne. Wir wollen mal schauen, wo sie uns wieder hinstellen. Vielleicht ist der aber auch weg, der Zug da vorne noch. Man weiß ja nicht. Vielleicht ist der irgendwo hier, keine Ahnung. Da müssten wir ihn sehen, ne? Wenn er weg wäre, müssten wir ihn irgendwo sehen. Sehen aber nicht. Weil
würde schon noch vor uns rumgondeln. Naja. Steht hier irgendwo dran, Sinsen? Hier dran, ne? Hat's gestanden. Aber ist so schnell. Das kann doch kein Mensch lesen. Dort hinten ist schon wieder. Schwierig zu sagen. Könnte gelb sein, ne? Sieht gelb aus. Hier unten, ne? Vorsignalfunktion gelb, ne? Stellt's uns hin. Ich hab zu spät gebremst. War nicht drauf vorbereitet. Jetzt stellt's uns hin, oder? Nee. Nee, den haben wir gerettet. 60, ne? Wartet, dann kann ich wieder lösen. War, glaube ich, 60, richtig? Wir schauen uns nochmal an oben. Signal, ich denke, es war 60. Das war auf alle Fälle. Der hier. Steht gar nichts dran. Muss 40 sein, ne? Dann sind wir zu schnell. Oh, Unfallsignal nicht bestätigt. War zu viel für mich. Zu viel Information war das für mich. Mist! Ja, Fahrdienstleiter, hier ist Zug 47321. Hat eine BZB-Zwangsbremsung, Wachsamkeitstaste nicht betätigt. Ja, ich weiß, das ist blöd. Ja, okay. Nur, damit er Bescheid weiß. Ne? Alles klar. Jo, was soll ich sagen? Was soll ich einfach mal sagen? Was soll ich sagen? Es ist nun mal passiert. Aber kann hier, obwohl es glatt ist, kann hier ziemlich gut, ne? Das Ganze anfahren, den Zug. Oder wir haben einen leichteren Zug dran. Nee, das letzte Mal sind wir ja in der unteren gefahren. Der unteren Zugart. Ja, wir wollen nicht noch eine Ziefer. Wollen nicht noch eine Ziefer-Zwangsbremsung. Ja, was haben wir jetzt gesagt? Hier 40 eigentlich, ne? Sind in Riemagen hier. Und in Riemagen fahren wir 120. Und wie gesagt, hier nicht über 40. Ja, das kostet uns natürlich Punkte. Ne? Das wird uns Punkte kosten. Leider. So, was haben wir denn hier vorne? Normalerweise ist ja das dann das. Ist das schon das Ausfahrsignal wieder von Riemagen? Eigentlich steht das Ausfahrsignal in 52,6. Sieht jemand von euch eine Hektometertafel zufälligsterweise? Also, wie gesagt, hier 40. Passt schon.
53,2? Nö, das ist ein Zwischensignal. Wenn das andere ist, Einfahrsignal. Ja, das ist ein Zwischensignal. Remagen hat ein Zwischensignal. Aha. Wird gar nicht angezeigt hier im Buchfahrplan. Komischerweise. Ja, da fahren wir hier 40. Warte mal, da können wir ein bisschen aufschalten können. Wir können ja 40 fahren. Warte mal. So. Nee, nicht so sehr. Nee. Ja. 5 ist so. Ah, 5 ist nicht so. 1 ist zu. So, Moment mal. Hatten wir schon... Was haben wir gesagt in... Jetzt habe ich nicht drauf geguckt. 52,6 war ja das Ausfahrsignal, ne? Dann können wir im Grunde schon wieder auf 120 beschleunigen. War ja schon das andere Signal, also konnten wir mit praktisch das Ausfahrsignal war 52,6 und ab dem, also wenn unser Zugschluss über dem Ausfahrsignal drüber gerollt ist, dann können wir wieder auf 120 beschleunigen. Ne? Habe ich verpasst? Ja, mein Fehler. Ja, seht ihr mal, wie sehr man sich als Lokführer kondensieren muss, konzentrieren muss. So, unser nächstes wunderbares Halt wird sein in Oberwinter. Heute ist aber hier nur Fracht unterwegs. Wie viel Uhr ist es denn eigentlich? 18 Uhr, fast. Hier ist eine Hunderte. Ja, stimmt. Stimmt. Moment. Naja, das sind noch keine 100. Stimmt. 100 wird's 49,9. Da sind wir schon vorbeigefahren. Ja. Seht ihr? Und das sind eben so Dinge, ne? Da muss man drauf schauen. Laut meinem Buch. Wenn ich dran denke, werde ich euch mal diesen Buchfahrplan, mal am Anfang kurz einblenden, damit ihr mal seht, wie das ausschaut. Ne? Aber ich muss dran denken beim Schneiden vom Video. Holt! Gut. So, wie lange gilt denn die 100er? Bis zur Stelle 44,9. Bis zum Kilometer 44,9. Ist aber noch ein bisschen hin. Wir fahren jetzt erstmal Oberwinter, haben wir gesagt, ne? Oder sind wir da schon durch? Nee. Nee, bei 9. Na doch, wir sind schon durch. 48,1 ist das Ausfahrsignal gewesen von Oberwinter. Ach ne, kommt noch. Hier ist es. Oberwinter. Bahnhof. Oberwinter. Wenn nicht immer so sehr aufschalten würde, wäre auch schon. Obwohl, eigentlich gar nicht so schlimm. Und ist da Schnee oben drauf? Das ist ja cool. Der Schnee oben drauf, oder? Vielleicht bilde ich es mir aber auch nur ein. So, was haben wir gesagt?
44,9 müssen wir aufpassen. Schon ganz schön dunkel, ne? Dauert noch einen Moment, ne? Und da müssen wir, ja, da können wir auf 120, können wir da hoch. Rolands Eck, ein Haltepunkt übrigens gewesen jetzt, was ihr jetzt gesehen habt. Diesen Bahnsteig, ein Haltepunkt, ist ohne Weiche. Dort können, habe ich euch glaube ich schon mal gesagt, Züge beginnen, enden oder halten. So, jetzt kommen wir langsam zu den 44,9. Ne? Müssen wir ein bisschen aufpassen, dann können wir beschleunigen. Übrigens hier dann auch mit dem Zugschluss. Wir erhöhen die Geschwindigkeit. Und ja, jetzt kommen wir. Muss man halt immer schauen, dass man für einen Zug dran hat, wie groß, wie lang der ist. Ne? Dann schaut man sich die Hektometertafeln an und dann rundet man auf. Man rundet dann einfach auf. Hier können wir schon wieder 160 fahren bei Kilometer 44,3, also kein Problem. Ne? Obwohl halt, wir haben halt zeigendes Signal da vorne. Vorsignal. Das wäre dann Bonn neuer Weg. Achso, wir müssen ja nur bis Bonn, ne? Müssen wir jetzt aufpassen. Wir kommen jetzt langsam an unseren Bestimmungsort. Bremse schon mal. Vorzeitig bremsen ist des Bahners Glück, des Eisenbahners Glück. Frühzeitig bremsen und vor allen Dingen die Wachsamkeit nicht vergessen. Habe ich ja vorhin wunderbar geschafft. Ne? Schauen wir mal, wie lange wir noch fahren. Dann schalte ich mal unten wieder ein, damit wir dann auch... So, wir haben noch 81 Punkte. Noch immerhin. Immerhin. Ich habe gedacht, wir sind absolut im Minus. Ich hätte vermutet, wir sind im Minus. So, da rollen wir da hin, ne? Machen wir gar keinen großen Wind, weil wir haben ja immer noch halt ein halt zeigendes Vorsignal, ein VR0 halt erwarten. Wir kommen dann nach Bonn-Mehlem. Ach ne, wir kommen noch nach Bonn-Mehlem. Das dauert noch ein bisschen. Ach, hier unten steht's. Bonn-Mehlem. Dann können wir hier drüber fahren, dann können wir noch mal ein bisschen auflodern lassen alles. Wir dürfen ja hier immer noch 160 fahren, ne? Also warum sollten wir es nicht tun? Ehe wir noch hier jämmerlich Punkte abgezogen bekommen. Aber aufpassen, dass wir nicht über die 70 kommen. Obwohl, jetzt können wir uns ja auch befreien. Ach nee, brauchen wir nicht mehr. Ist schon passiert. Blinkt nicht mehr, also ist halt, da vorne sieht schon wieder böse aus. Es ist dann Bonn-Mehlem, ne? Kennen wir uns fast schon aus. Aber die anderen Orte, ich sag's euch ganz ehrlich, habe ich jetzt nicht mehr gewusst.
So, dann wieder Wachsamkeit drücken. Da war die ganze Zeit irgendjemand vor uns. Bis jetzt. Bad Godesberg. Wenn wir nicht rot bekommen im Bad Godesberg, kann ich mir vorstellen. Obwohl, noch ist rot, ne? Aber eigentlich sollten wir hier gar kein Rot bekommen. Schleichen wir mal hin. Versuchen wir nicht unter 10 zu kommen. Wieder, sehr schön. So, wir könnten jetzt theoretisch, aber weil schon wieder ein Halt zeigendes ist, na, da lohnt sich ja im Grunde gar nicht über 40 hinauszugehen, wäre Quatsch irgendwie. Wir müssen uns ja wieder auf den Halt einstellen. Ne? Können wir eigentlich schon mal jetzt wieder abschalten. Rollen frohgemut dahin. Was? Ach, die Wachsam. Ich hab's wieder vergessen. Ah, wenn man im Plaudern ist, ne? Wenn man im Plaudern ist. Wir haben so schön unsere Punkte. Wir hatten so schön unsere Punkte. Ja, ich bin's wieder. Hm. Ja, die Zugnummer, die passt perfekt. Genau die Zugnummer ist es wieder. Ja, mich hat's wieder hingestellt, ne? BZB, Zwangsbremsung, Wachsamkeitstaste vergessen zu drücken. Ja, ich weiß, ich habe nur noch ein paar Meter zu meinem gewöhnlichen Halteplatz. Kann ich denn, ja, alles gestellt soweit? Okay, gut, ich fahr weiter. Danke für das Gespräch. Haut's mich tatsächlich zweimal hin. Mist, ärgert mich. Ärgert mich. Ja, es ist, wenn man erzählt, wenn man in Gedanken ist. Deswegen sage ich euch, ist es gut, wenn hier niemand mehr dabei ist, der einem volllaubt. Obwohl, ich nehme an, gestandene Lokführer, die machen das im Schlaf. Die drücken da im Schlaf die Wachsamkeit. Wenn die irgendwie das so was sehen, dann drücken die auf die Wachsamkeit. Das ist denen, ich glaube, das ist so, das machen die, egal was da ist. Und wenn da irgendein gelbes, wenn irgendwo irgendwas gelbes leuchtet, dann drücken die Wachsamkeit. Irgendwas drücken die da. Wenn im Auto ein gelbes Licht angeht, drücken die wahrscheinlich an. Na gut. Dann hat es uns echt Punkte gekostet. Schade eigentlich, weil so schlecht waren wir gar nicht unterwegs, wenn man nicht die zwei Zwangsbremsungen hätten. Ne? Wären wir gar nicht so schlecht gefahren. Das gibt uns natürlich Punktverlust. So, wo leitet er uns denn jetzt eigentlich hin? In den Güterbahnhof, ne? Ja, die haben unsere Schande gesehen hier. Dass es uns hingestellt hat. Einfach so hingestellt. Achtung, Wechselblinken. Wechselblinken, weil wir ja gestanden haben, ne? Wir dürfen also nicht über 45 kommen. Ja, im Grunde jetzt noch großartig hier aufzuschalten. Ich meine, wir können ein bisschen
mehr oder weniger sind wir jetzt fast da. So, wir befreien uns mal aus dem Wechselblinken. Wenn natürlich jetzt hier innerhalb von 500 Meter ein 500 Hertz Magnet käme, dann hätten wir ein Problem, wenn wir uns aus dem Wechselblinken hier befreien. Das darf man nicht. So, da vorne ist schon wieder ein VR0. War ja klar, dass es kommt. Und das heißt, für mich, sagt's mir, was muss ich da machen? Ich glaube, ich werde es nie wieder vergessen, oder? Nach der Blamage jetzt hier. Ach nee, das ist ja auf dem Gegengleis. Halt, dann können wir noch ein bisschen. Können wir sogar noch ein bisschen hinfahren. Wie weit ist es denn eigentlich? Ach, 7,2 Kilometer, ey. Können wir richtig aufschalten. Echt so weit? Ach, direkt in den Hauptbahnhof fahren wir da wahrscheinlich rein, ne? Hätte ich ja auch auf meinem Fahrplan, hier auf meinem Buchfahrplan sehen müssen. Ja, das ist natürlich blöd gelaufen. Insgesamt. Insgesamt ein bisschen blöd gelaufen. Aber dafür sind wir da, dass wir ein bisschen üben. Hier können wir üben, wenn man auf der Strecke jetzt direkt fährt. Ja. Gibt ja auch für die Triebfahrzeugführer dann einen Simulator. Und wenn die dann können sie auch so Extremsituationen ein bisschen üben. Weil normalerweise hast du ja nicht alle Situationen. Ne? Und wenn dann irgendwie mal was kommt, ich meine, so Wachsamkeitstaste, das ist ja der klar. Aber wenn irgendwie was Außergewöhnliches kommt, ne? Das ist natürlich blöd. Hä? Hallo? Jetzt. Deswegen üben die das, wie gesagt, und so ein Fahrsimulator. Und der ist wirklich auch so aufgebaut, dass der sich, da geht mir wie in so, ja, ich weiß nicht, ob ihr schon mal das gesehen habt, wenn ihr zum Beispiel irgendwie so eine 3D-Fahrt macht auf irgendeiner Kirchweih oder, naja, auf so ein Fest, ne, wo so verschiedene Attraktionen sind. Da ist so eine virtuelle Fahrt dabei, in so einen Kasten, der sich dann auch bewegt. Da geht er dann rein und der bewegt sich dann auch beim Fahrsimulator und dann stellen die so einige Dinge nach und das muss dann der Triebfahrzeugführer, der muss dann die Dinge bewältigen. Ne? Ja, ich hab's nicht vergessen. So, hier können wir mit 50 hinrauschen. Was haben wir hier eigentlich? Ja, die Langsamfahrstelle ist für uns eigentlich uninteressant, denn für uns ist das nächste Signal interessant, das angeblicherweise ein HP2 ist, das wir mit 40 befahren. Ich denke, das kommt auch wirklich in dem Fall, da wir unseren 1000 Hertz Magneten haben. Und schauen wir es uns mal an, wenn wir dort sind. Ne? Aber auch schön beleuchtet. Ne? Also irgendwie macht man die Strecke so mit unterschiedlichen Tageszeiten und unterschiedlichen Wetterverhältnissen richtig Spaß. Und vor allen Dingen, wir haben ja noch viel mehr dann. Wenn ich dann im Sale im Winter mir ein paar Strecken noch mit kaufe, haben wir noch mehr. So, hier muss man einfach aufpassen, dass man hier die nicht übersieht. Ne? Ja, wenn man gleichzeitig bremst und dann nicht darauf achtet, dass man hier noch die Wachsam-Taste drücken muss, haben wir natürlich ein Problem. Ach ne, hier haben wir 60.
Entschuldigung, ich habe ein bisschen früh gedrückt. Hey! Was ist jetzt? Wieso ist das Ding? Also wir dürfen jetzt praktisch 60 fahren hier. Mit Spitze. Ah, ja, genau. 60 mit Spitze. Aber ich denke, wir sind eh bald da. Deswegen lohnt sich das gar nicht mehr so richtig. Und ich würde sagen, wir schalten bei 50 ab. Die Antriebsleistung. Wir rollen jetzt mal hier rein und schauen mal, wo sie uns hinstellen. Ich denke mal wieder dorthin, wo wir das letzte Mal gestanden haben. Dann, genau, da fährt man hier durch und dann lenken die uns in den Güterbahnhof um, ne? Aber aufpassen, dass wir hier auch nicht vergessen, noch die Wachsamkeit zu drücken. Und hier ist ja dann, glaube ich, auch die 40. Ah ne, hier ist 50. Ich kann mich entsinnen. Das steht hier unten, oder? Ne, steht nicht hier unten. Das war woanders. Hier ist 40. Und irgendwo mussten wir doch hier auch 20 fahren, oder? Das war doch hier irgendwie was. Die leiten uns, glaube ich, hier rein. Ach nee, hier rein, echt? Hm. Sind wir das letzte Mal auch hier? Sind wir ganz hier rüber gefahren? Ich glaube, ne? Hier rein wahrscheinlich. Auch hier, hier in das Gleis wahrscheinlich rein, ne? Das wird dann der Güterbahnhof sein. Schätze ich. Ja. Gut. Hier haben sie ja wieder keine 20, ne? Das letzte Mal, irgendwo hatten sie uns 20 gegeben, aus irgendeinem verrückten Grund raus. Hm. Ne, hier hätten wir ganz normal reinfahren können. So, und da bleiben wir dann. Ja, wir richten uns mal hier ein bisschen dran. Normalerweise fährt man als Güterzug bis zum haltzeigenden Signal vor, aber wir halten uns mal ein bisschen hier dran und hier dran, ne? Wenn es auf Null ist, halten wir auch an. Schauen wir mal, ja, genau Null, Schatten. Genau Null. Genau Null haben wir Punkte. Naja, immerhin. Immerhin. So, jetzt bremsen wir mal regionalzugmäßig ab. Richtig schön sachte und sanft. Ganz locker leicht. Wollen wir sehen, ob wir genau 0 machen müssen oder ob auch 0,02 geht. Achso, wir brauchen gar nichts mehr. So, dann können wir eigentlich ausschalten, ne? Können uns einschneiden lassen hier. Schauen wir, was die Auswertung bringt. Ja, es war nicht ganz... Oh doch, wir haben tatsächlich noch 250 Punkte für irgendwas erhalten. Keine Ahnung. Jedenfalls haben wir es ja noch erhalten.
Ist ja schon mal ein Wort, ne? So, schauen wir an, wie wir gefahren sind. Ja, als erstes hatten wir schon mal Geschwindigkeitsüberschreitung. Dann haben wir einen Pünktlichkeit-Bonus erhalten, dann haben wir schon wieder Geschwindigkeitsüberschreitung gehabt. Aha, in der 110er. Ja, stimmt. Kann mich knapp erinnern. So, dann ist uns die Zwangsbremsung in den Weg gekommen. Was die hier waren, wahrscheinlich überbremst, denke ich, weil so viel Zwangsbremsung hatten wir nicht. Dass der dann immer die Notbremse reinhaut hier, ne? Obwohl ich doch gar nicht so... Ich muss doch irgendwie ein bisschen bremsen, oder? Ich meine, das war wieder unsere Zwangsbremsung hier, ne? Das sehe ich hier ein. Aber die dazwischen, diese kleinen hier... Seht ihr? Da habe ich im Grunde zu weit angezogen, die Bremse. Aber jetzt mal ganz ehrlich. Na gut, aber trotzdem bin ich zufrieden. Und wir machen das nächste Mal, dann können wir gleich mal hierher schauen, damit ihr auch das mal seht hier. Wir machen das nächste Mal Rangierarbeiten. Das wird mal, oh, in einer ganz anderen Baureihe. Also das wird wieder, das wird natürlich ganz interessant, sag ich euch. Das wird super interessant. Schauen schon mal drauf. Ach, mit einer Rangierlok. Und zwar steht die 2 für eine Verbrennungslok. Also wir haben keine E-Lok, sondern eine Diesellok. Die 1, wenn hier vorne eine 1 steht, steht es für Elektro. Und wenn hier eine 0 stehen würde, dann wäre es eine Dampflok. Ne? Oh Gott, das wird lustig. Das wird eine lustige Fahrt, weil ich habe keine Ahnung, wie das hier funktioniert. Und ich habe keine Ahnung, was wir überhaupt machen müssen. Ich habe keine Ahnung von der Lok. Also wird es eine lustige Folge. Ciao. Aber Gott sei Dank gleich das Szenario. Aber wir werden es trotzdem nicht schaffen. Aber spaßig wird es allemal. Ciao. Ciao, ciao.